Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte zu zwei Themen reden. Zum einen die BND-Affäre und zum zweiten anlässlich des Tages der Befreiung am 8. Mai eine Forderung der Linken entsprechend begründen. Erstens zur BND-Affäre. Wir erleben wieder das altbekannte Spiel. Es wird jeweils nur das zugegeben, was bereits bekannt ist. Das gilt auch in dieser Affäre. Das, was in den letzten Tagen ans Licht geholt wurde, ist mehr als einfach eine Geheimdienstaffäre. Man kann sagen, es ist der größte Geheimdienstskandal des letzten Jahrzehnts. Und wir meinen, es muss jetzt Schluss sein mit der häppchenweisen Bestätigung dessen, was bereits bekannt ist. Was es jetzt braucht, ist eine gründliche und umfassende Aufklärung. Immerhin reden wir hier über Straftaten bis hin zum Landesverrat. Und niemand, der dafür die Verantwortung trägt, kann da aus der Pflicht gelassen werden. Das schließt auch die Bundeskanzlerin mit ein. Wir meinen ganz klar, alle Verantwortlichen, auch Angela Merkel, haben dem Parlament Rede und Antwort zu stehen in dieser Frage. Auch der Bundeskanzler, Amtschef, Innenminister hat entsprechend Rede und Antwort zu stehen. Als Linke schließen wir eine mögliche Klage nicht aus. Man kann sagen, am Donnerstag wird ja der Untersuchungsausschuss tagen. Den kann man durchaus als Ultimatum verstehen. Spätestens bei diesem Untersuchungsausschuss sollten die Verantwortlichen Klarheit schaffen und Schluss machen mit diesem Häppchenweisen bekannt geben. Die Auswirkungen sind vielfältig. Zum einen muss man festhalten, es gibt einen klaren Vertrauensverlust zwischen den beiden Ländern, USA und Deutschland. Man muss festhalten, es gibt quasi einen Kontrollverlust des Staates über seinen Geheimdienst. Und vor diesem Hintergrund ist jede weitere Verzögerung für uns inakzeptabel. Ich möchte aber in dem Zusammenhang noch einen weiteren Aspekt beleuchten, der bisher nicht so stark in dem Zusammenhang diskutiert wurde. Die Verhandlungen um das Freihandelsabkommen TTIP. Sie wissen, wir als Linke haben uns von Anfang an gegen dieses Freihandelsabkommen gestellt und das aus gutem Grund, weil es ein Angriff auf die Demokratie ist und weil es die Möglichkeit, soziale und ökologische Rechte zu stärken, deutlich erschwert. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, ein Freihandelsabkommen, was unter den Bedingungen von offensichtlicher Wirtschaftsspionage entstanden oder verhandelt worden ist. Wie viel wert ist das? Also wir meinen, die aktuellen Entwicklungen verstärken unsere Skepsis, unsere Kritik. Womöglich hat der Bundesnachrichtendienst dafür gesorgt, dass die USA ihren angeblichen Partnern immer einige Schritte voraus war, zum Beispiel, weil sie Wirtschaftsspionage betrieben hat. Deswegen sagen wir, ein Freihandelsabkommen wie das TTIP, das unter Bedingungen von Wirtschaftsspionage ausgehandelt worden ist, gehört sofort auf Null gestellt und ausgesetzt. Soweit zu dem Thema. Der 8. Mai markiert den Sieg über die faschistische Barbarei und das Ende des Zweiten Weltkrieges. Er beendete das millionenfache Morden der Nazis. Damit ist der 8. Mai ein Tag der Befreiung, Befreiung von faschistischer Barbarei, auch ein Tag, der Gedenktag für Humanität darstellt. Der 8. Mai ist aber auch ein Tag, an dem die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer in der gesellschaftlichen Erinnerung den Platz bekommen sollten, der ihnen gebührt. Und deswegen fordern wir als Linke, am 70. Jahrestag sollte endlich der 8. Mai zu einem gesetzlichen Gedenk- und Feiertag werden. Die Opfer des faschistischen Terrors, der antisemitischen und rassistischen Brutalität in den Jahren der Nazi-Herrschaft sind für uns auch heute noch eine starke Verpflichtung, gemeinsam aufzustehen gegen braunen Ungeist, gegen rechte Hetze, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, aber auch gegen die Intoleranz von neurechten Bewegungen wie Pegida. Es gibt jede Menge Anlass zum Sorge. Damit meine ich nicht nur die Morde der NSU, auch die Nazi-Aufmärsche, die Morddrohungen zum Beispiel gegen Bürgermeister, die Hakenkreuz-Schmierereien und so weiter. Vor diesem Hintergrund sind alle demokratischen und antifaschistischen Kräfte ganz klar gefragt, das hohe Gut, das Leben in Demokratie zu verteidigen. Und das heißt für uns auch,
ganz klar nicht nur am 8. Mai daran zu erinnern. Was wir brauchen, ist zum einen eine starke, auch finanzielle Unterstützung von antifaschistischer Jugendarbeit. Projekte gegen Rechts müssen deutlich gestärkt werden. Die Schule hat den großen Auftrag, über Zusammenhänge aufzuklären und auch deutlich zu machen, wie wichtig das Gedenken an diese Zeit ist. Und es braucht eine klare Stärkung von zivilgesellschaftlichen Engagement. Und wir finden, wenn der 8. Mai ein Feiertag wäre, an dem wir gemeinsam innehalten und gemeinsam gedenken, das wäre das passende Statement zu 70 Jahre Befreiung vom Hitlerfaschismus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.